Eieieiei, was ist denn da schon wieder los? Na, würde ich sagen, dass ein Auto für uns. Das ist nett, wir sind so beliebt, dass die sogar die Autos bis zu uns vor die Tür fahren. Dankeschön. Eine große Geste. Großzügig. Der Barmherzigkeit. Na, nehmen wir dann doch lieber den. Ja, ein bisschen schnittiger. Upsa. Hoppala. Oh. Ah, chained 180 spinning backflip. Dann einfach weiter. Nice one. Nach getaner Arbeit. Aber noch ist ja, wird genau. Sich dann natürlich auch mal genehmigt. Ist nicht aller Tage Abend. Sind auch wir keine Unmenschen. Bisschen Stuntshow. Ja. Ja. Die Landung ist das Wichtigste. Oh, die glühen richtig hier, die... Ja, Herbst. Glühen. Blumen. 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 Die Blumen! Barrel Roll. Yeah. Oh. Hey. Hey. Zack. Starke einen Landung. Genommen, ja. Ein Arsch getreten, ey. Ja, auch nichts los auf dem, auf dem alten. Überhaupt nichts los. Used Car Sale. Gebrauchtwagenmarkt. In Lost Heaven lässt etwas zu wünschen übrig. Ich bin eingeschlafen hier. Das ja, es ist ja immer ein stetiges Auf und Ab. Jetzt bin ich aber gespannt auch auf die neue, auf die, was wir jetzt machen. Trauen wir unseren Augen kaum? Guck mal, das ist der Bullet. Der Bullet. Alter. Aus Bleifuß. Ja. Stark. Auf in die Bullet League. Ja, Mann. Geil. Ah, herrlich. Ja, eine Bullet aus den 30ern ist es nicht toll. Wie cool. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Geil. Ja, und jetzt? Jetzt einfach... Einfach den dampfenden Teilen hinterherfahren. Ja. Der Bullet. Bullet League. Oh. Ja, das kann Tommy natürlich wie... Es liegt ihm in den Genen. Ja. Das ist so seins, das macht der blind. Ja. Das ist wirklich so sein Steckenpferd, ne? Da macht ihm wirklich keiner was vor. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Richtig. Nur so. Da geht's nur vorwärts. Ist ja noch kaum Zeit eingebüßt. Beziehungsweise gar nicht. Ivo. Routinier. Ja, boah. Frechdachs. Ja. Oh, hier. Ah, da müssen wir hoch. Sehr gut. Gut aufgepasst. Ich nehme jetzt einfach mal an rechts. Ja. Na klar, wo auch sonst. Genau. Bisschen um die Stadt einfach mal. Richtig. Hast du dieses Vorausschauen, ne? Ja. Immer den weiten Blick behalten. Wunderbar lässt sich fahren, wirklich. Hier kannst du mal ausfahren. Ja. Oh, dann doch aber hier rechts ab, okay. Bremse ist auch gut, ne? Absolut, Bremse, Handling, super. Kann man nur lobend erwähnen. Nee, okay. Ja, okay. Die Strandpromenade entlang. Schöne Strecke. Haben sich eine sehr schöne Strecke ausgesucht. Super Strecke ist das. Ganz tolle Strecke. Also Handling-Klasse, lässt sich super lenken. 1A. Kommt den würde ich so mitnehmen als Bonuswagen. Direkt mit heimfahren. Eben. Fahren wir direkt mit heim. Wozu noch einen Bonuswagen holen, wenn man schon einen hat? So, das ist doch ein super Wagen. Das ist doch ein super Auto. Also bitte, warum stellen wir uns den nicht einfach mit hinten in den Garten rein? Würde ich mitnehmen. Machen wir doch einfach dann. Ja. Dann bräuchten wir allerdings aber gar nicht schön ausgewichen. Shit! Ach Mann, ey.
sind jetzt, wo die Reifen einmal warm gefahren sind, vielleicht auch schon ein bisschen Abrieb über die Strecke. Ja. Gelassen. Ist natürlich die Haftung, lässt dann bei diesen dünnen Reifen da auch zu wünschen übrig. Ja, diese Ballonreifen. Ja. Wenn du einmal nicht aufpasst. Schön. Ja, kommt auch. Ist stabil, also kommt nicht ins Übersteuern, weder über noch untersteuern. Schön. Also, muss schon sagen. Es ist eine sehr gutes. Man weiß halt nicht, wie lang die Strecke jetzt noch ist, ne? Also wie lang das Rennen noch dauert. Lass uns doch mal einfach Geheimnis. Ja. Sehr gespannt. Ja gut, fast super Rennling. Gerade eben ist er ausgerutscht. Ja. Gute Extremsituationen. Ja, zumindest eine holprige Straße. Ja. Altes Schlachtross. Genuss. Schon herrlich. Wie diese roten Dampfwolken so fröhlich vor sich hin dampfen. Das ist schon super. Tete. War's das? Ah, jawohl! Das war's. Schön. Glückwunsch. Ja, aber erstmal fahren wir die Karre nach Hause, ne? Ja. Besser ist das. Ja, aber da könnte er, glaube ich, direkt rückfällig werden, der Tommy. Aber eben ein Rennen aus der Tasche gezogen. Ja. Aus dem Ärmel. Der sieht halt auch schon so witzig aus. So eine Zigarre. Genau, so eine richtige Zigarre. Macht er sich sehr gut. Sieht stark aus. Schön. Ja, nicht, dass der hier unseren, unsere Hecke abfackelt. Wieso steht der Ulva jetzt bei uns in der Einfahrt? Gibt's doch nicht. Und dafür. Also mitten davor geparkt. Da hat irgendeiner das Grundprinzip des Stadtteiles nicht verstanden. Upsa. Oh. Ja, es passiert halt immer wieder, dass sie so rückwärts vors Auto springen. Ja, und sie lernen nicht dazu. Nee, muss man auch einfach mal so sagen dürfen. Ja. Da sind wir. Ja, Flutter Roadster hier. Jawohl, der Flamer. Wahnsinn. Auf die Töne aus dieser Posaune bin ich gespannt. Wunderbare Kameraposition. Ja. Gibt's in keinem anderen Spiel. Schule. Ups. Einfach alte Schule. Alte Schule. Oder wisst ihr zufällig ein Spiel? Ich weiß irgendeiner so ein Spiel, wo es das noch gibt, außer Mafia 2. Außer Mafia 2? Dann hinterlasst es bitte in den Kommentaren. Droppt einen Kommentar. Genau. Aber finde ich super. Also ein Erkennungsmerkmal, das übrigens in Mafia 3 nicht mehr am Start ist. Ja. Ah, das gab es neulich für umsonst im PlayStation Store. Da dachte ich, spielst es mal an. Ja. Und? Er hatte nicht diese Kameraeinstellung. Ja. Und ja, gut, dann war es das auch schon. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Konnte ich nicht, geht nicht. Ohne diese Kameraeinstellung ist Mafia. Es geht einfach nicht. Das, nee. Verliert halt diese mafiöse Stimmung auch. Nicht mit mich. Ja, ich meine, Liebe für das Detail. Und ja, ohne diese Kameraeinstellung geht ganz wichtiges Detail verloren. Richtig. Und es wirkt nur noch wie ein dahin produziertes
halbfertiges Spiel. Spiel. Ganz im Gegensatz zu Mafia 1. Hier. So mitten rein, unterm Schirm. Na gut, nicht, dass er dann abfackelt. Nee, das soll nicht passieren. Ja.